Der spirituelle Name Vimukti. Vimukti ist ein spiritueller Name für Aspirantinnen mit Soham-Mantra oder einem anderen Mantra. Vimukti heißt die vollständige Befreiung. Es heißt letztlich das gleiche wie Moksha und Mukti, wobei Vi heißt immer die außergewöhnliche, die besondere. Und so ist Vimukti die vollständige Befreiung, die außergewöhnliche Befreiung. Vimukti hat auch eine relative Bedeutung, das heißt die Lösung, die Loslösung und auch die Befreiung von. So hat diese Vimukti die Doppelbedeutung. Vimukti heißt zum einen, dass du in der Lage bist, immer wieder loszulassen. Im Alltag haftest du an nichts oder selbst wenn du vorübergehend haftest, etwas mit großer Intensität tust, du bist in der Lage, es wieder loszulassen. Man könnte sagen, das wäre die kleine Befreiung. Aber du willst irgendwann zur vollständigen Befreiung hinkommen, wo du dich löst von allen Identifikationen, deine wahre Natur erfährst, das Göttliche erfährst, Erleuchtung erfährst, Befreiung, Aufwachen erfährst, mit anderen Worten, Vimukti tatsächlich erfährst.